Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Assassin's Creed Odyssey. Hier direkt live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher. Spartiaten! Seid ihr bereit? Los geht's. Okay, weiter geht's. Es ist dunkel. Ach ja, wir müssen uns entscheiden, ob wir schon weitermachen. Oder noch nicht. Hey, Weibein, ich grüße dich. Erster ist wohl wahr. Und einen guten Abend, den wünsche ich dir ebenso. Spartiaten! Wir gucken jetzt hier noch ein bisschen rum. Und ist denn da noch? Aha, gut, dann machen wir das so, dann gehen wir bloß nochmal zum Schmied und hauen dann ab. So. Die haben wir den ja abgenommen, dem Einäugigen. Ja, ich weiß aber noch nicht so recht mit diesen Sachen hier, weil wir sind ja noch relativ frisch am Anfang. Wir haben jetzt das und das. Dann nehme ich jetzt mal die hier. Ach, kann ich ja gar nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Konnte vorgestern nicht reinschauen. Ja, kein Problem. Ja, wie gesagt, wenn es live nicht geht, dann entweder später nochmal in der Bibliothek, wenn du Zeit hast, oder wenn ich es dann auf die Tube hochgeladen habe, dann da nochmal. Und somit dann bringst du halt beim nächsten mit rein. Alles okay. Meine Empfehlung ist natürlich immer live. Ist immer besser. Aha. Ja, okay, jetzt machen wir mal ein wenig Gravierung. Dann nehme ich jetzt aber mal die hier. Nicht wahr? Ja. Jetzt nehmen wir bei der kritischer Treffer Attentat. Oh, Feuerschaden. Auf jeden Fall. Mit dieser wuchtigen Axt wurde schon Holz gehackt und so mancher Kopf abgeschlagen. Ja. Okay. Sterbe finde ich auch sehr, sehr cool. Und ich habe das letzte Mal ein bisschen genauer betrachtet, dass der sogar mit dieser Leonidas-Klinge das Gift aktiviert und über die Waffe zieht. Da muss man das ein paar Mal anschauen. Dann haben wir hier schon Stufe 8. Ah, okay, dauert noch ein bisschen. So, können wir hier noch was machen? Wie gesagt, mit Bekleidung, da kommt noch so viel dazu.
Das können wir dann später machen. Damit erstmal da. Ja, die Keule. Bei der Keule können wir mal Adrenalin nehmen. Kriegerschaden, Giftschaden, ja, Adrenalin. Zack. Ich mag Bibliothek nicht, dann kann ich nicht mit dir chatten. Ach ja, das stimmt, das stimmt. Aber auf YouTube kannst du mir einen Kommentar hinterlassen. Kann ich auch zurückschreiben. Aber wie gesagt, das ist eben immer alles so versetzt, ne? Live finde ich dann schon besser, dann kann man eben live reagieren. So, das müsste reichen. So, warte mal. Hallo. Ich gehe nochmal kurz auf Verbessern. Ja, die Waffen sind echt gut. Komm, das machen wir jetzt. Ja, das nehme ich. So. Die können wir nicht verbessern, weil wir das Holz, Olivenbaumholz nicht haben. Und das Schwert, das nehmen wir mit von 23 auf 92, aber. Banditenschwert, ja, komm. Auf Tube heiße ich Nuke Crafter AD. Ah, alles klar, okay. Gut, da haben wir es schon mal im Chat drin. So, das haben wir jetzt nicht mehr. Und Speer ist natürlich auch gut. Speer. Bogen. Was ist denn, wenn ich das hier verbessere? Sieht das jetzt anders aus oder ist es nur andere Wertung? Na gut, die Kapuze, das können wir mal machen. Ja, den Speer können wir gar nicht mehr verbessern. Ich finde gut, dass es angezeigt wird und ja, okay, passt. So, der große Bruch, sprich mit Barnabas im Hafen von Sami. Ting, tang, tong. So, jetzt hier, Attacke. Wo sehe ich denn, wenn du zurückschreibst? Naja, wenn ich das dann bekomme und es passt zeitlich, dann siehst du das unter deinem Kommentar. Aber ich glaube, du musst das kombinieren, also abonnieren und die Glocke aktivieren, so. Dann kommt das dann irgendwie auch direkt als Info. Dann kriegst du extra noch eine Benachrichtigung. Und dann liest du das sowieso, wenn du dann drauf klickst, dann kannst du dann nochmal zurückschreiben. Also sozusagen immer im Wechsel. Ja, so machen die das da bei der Tube. So, wir hauen jetzt ab. Bereit zum Ablegen. Es wird Ja, sicher. Gut. Gut, das Meer hat noch auf keinen Seemann gewartet. Es wird Zeit. Spartiaten, seid ihr bereit? Oh, das Outfit finde ich ganz gut. Welchen Kurs nehmen? Wohin in dieser großen, schönen Welt will der mächtige Alexios fahren? Megaras. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag lautet, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta? Oh-oh. Das Orakel hat gesprochen. Ah, okay, verstehe. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind. Was? Nur noch 9%, aber schnell an die Dose. Bitte, sie wird nichts Schlimmes tun. Sie wird uns helfen. Oh Gott, das ist unsere Mama. Und das ist unsere Schwester. Was zum Teufel? Oh, den werde ich sowas von umbringen. Was? Was seid ihr für Typen? Nein.
Los, Alexios, bring ihn um und rette deine Schwester. Ja, okay. Für seine Ehrlosigkeit, für das Leben, das er verwirkte. Er ist kein Spartiat, Nikolaus. Hör nicht auf sie. Ich dachte, das war Leonin, das jetzt. Hör nicht auf sie. Nein. Nein. Hör nicht auf sie. Nikolaus. Gut, er hätte die niemals retten können. Oh Mann. Was? Der will seinen Sohn opfern? Was? Nein, 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 nein. Was bist du für ein Vater? Wow, der hat auf den Blitz gewartet. Okay, das heißt, wir sind auf der... Wir sollen unseren Vater töten. Ach du Scheiße. Moa! Bring mich nach Megaris. Ach du Scheiße. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die. So ist es also passiert. Ah. Aber vielleicht hat unsere Schwester auch überlebt. Der Wolf von Sparta ist. Ja, genau. Oh mein Gott, das wird ja so krass. Ubisoft präsentiert. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ach du Scheiße. Assassin's Creed Odyssey. Live aus der Gaming Lounge. Wow, okay. Okay. Der Anfang einer Odyssey. Schließe Episode 1 ab. Bitte, was? Ist das jetzt ein Episodenspiel? Ich weiß die Gelegenheit, um einen echten Seefahrer aus dir zu machen. Und? Welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Was? Nein, Beleidigungen sind verboten. Sehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen. Klassische Herausforderung abgeschlossen unter einer neuen Sonne. Der große Bruch. 2175, oh wow. Einarbeitung, neue Quest, okay. Aha. Oh, Verzeihung. Aha, was haben wir hier? Dieser ja, werde ich machen. Boah, da der mich in den Tod gestürzt hat, werde ich ihn auf jeden Fall umbringen. Also, wenn da so eine Entscheidung kommt, ich drück einfach ab. Seine Kinder den Tod überlässt. Muss sterben! Kein Rot mehr Auftrag? Mhm. So, was ist denn das? Ach, hier läuft die Zeit ab. Nee, das ist was anderes. Kopfgeld. Ich habe einen Händler gesehen, der die anderen im Hafen bestiehlt. Waren, Drachmen, alles, was er kriegen kann. Versenkt sein Schiff, damit der Hund gar nichts mehr hat. Ach so, das ja, Nachrichtentafel, alles klar, so. Was ist denn das hier hinten? Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Warte mal, zeig mal her. So, aha, aha. Ach du Scheiße.
Wieso einer? Eben, wieso ist das jetzt? Oh. Hier, Robbo, was machen? Wieso machst du das? Ja, die anderen Nachrichten waren noch gut. Oh Gott, die künstliche Intelligenz hat sich weiterentwickelt. Okay, das ist ja komisch. Wurde gerade gebannt für eine halbe Minute. Er greift richtig durch. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht drauf zugreifen, das muss ich mal im Nachhinein machen. Robo, ich bin stolz auf dich, dass du so gut reagierst, aber das brauchst du bei ihm nicht machen. Okay. Ja, es liegt wahrscheinlich am Spiel. muss ich nochmal nachgucken nachher. Das ist ja komisch, warum löst denn das hier aus? Oder ist das hier wieder von Twitch direkt nochmal? Ach ne, das kann ich gar nicht sehen jetzt. Ich glaube, weil du jetzt groß geschrieben hattest, den ganzen Text. Ich glaube, bei ein paar Wörtern sagt er nichts, aber so ein ganzer Text. Bin ich in Sicherheit. Die KI entwickelt sich weiter, sie werden mich holen. Ja, pass auf. Ich will nicht, dass du weggeschnappt wirst. So. Jetzt muss ich mal kurz hier auf die... Ich wollte mal kurz auf die Karte, bitteschön. Einarbeitung Odyssey Quest empfohlene Stufe 7 haben wir. Barnabas Schiff hatte schon bessere Tage gesehen, aber Alexios lernte schnell, wie man es wieder eindrucksvoll in Szene setzen könnte. Aktuelles Ziel, zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung und dann die XP. Okay, dann gehen wir mal ans... Moment, was ist denn das hier? Lagern, abholen? Ach so, okay. Boah. Ausrüstung 34, Lager, ah, okay. Ab geht's. Oder B zum Abbremsen. Steht, you are banned from talking in Twitcher, lol, in Twitcher, ja moin. Okay, huh. Okay, sehr interessant. Ah, danke für die Info. Da hoffen wir, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. War es die letzten Male noch nicht so streng. Okay, das ist sehr interessant. Du bist gebannt, weil du mit mir gesprochen hast. In meiner Sprache. Nee, also sollte das irgendwo in so einer Wertung noch mit drin stehen, dann nehme ich das wieder raus. Ne, Robo heißt er. dann nehme ich das wieder mit raus, sollte da was von dir drin stehen, weil wie gesagt, das zählt ja nicht. Das hier Reisegeschwindigkeit? Das jetzt? Oha. Oder bereit machen. Ich habe gerade noch keine Ahnung, wie wir das hier machen. Nein, ich will nur das Schiff. Haut bloß ab hier. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Mehr rudern, ja genau. Ja, muss ich auch sagen, klingt ganz gut. Oh, hier die Fische. Ah, jetzt habe ich ein bisschen getroffen.
Boah, das blendet, ich kann es gar nicht sehen. Ach du Scheiße. Rammen! In so Schiffsfahrten bin ich nie gut. Oh, Stufe 6 hat das Ding. Ach du Scheiße. Hey! Ah, verdammt! Aber wir müssen erstmal Schwung holen, dass ich hier ran kann. Rum, rum, rum! Geht das jetzt? Machen sie gar nicht, oder? Aber jetzt hier, oder? Na, oder so. Kommt her, ich bin richtig sauer. Ich sehe nichts. Ja, was macht der? Wo ist der jetzt hin? Ach ne, das sind von mir. Ich sehe gerade gar nicht durch, wer ist denn von wem? Zack! Hau ab hier! Meister der schweren Keule. Zack! Gleich mehrere erwischt. Nice. Oh, der hat auch Gift. Ach du Scheiße. Boah! Oh! Schiffszustand wiederhergestellt, okay. Und dann abgeschlossen. Oh, nicht schlecht. Hm, okay. War noch was Lieferung? Langsam habe ich den Bogen raus. Nein, ich wollte nicht aufheben jetzt eigentlich. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusst... Na. Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Morgen gibt's einen Sonderstream mit Apple. Das wird wieder unterhaltsam. Jetzt werde ich wieder schön kommentieren. Morgen gibt's wieder neue Produkte. Neue Produkte. Neue Quest, Chancengleichheit im Beruf. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Rekrutiere den besten Schützen im Lager der gestrandeten Banditen. Das Lager befindet sich auf einer Insel von der Küste Pokis. Sie ist südlich von der heiligen Landen des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Na klasse. Erpel? Ach, Appel. Genau, morgen gucken wir uns Erpel an. Erpel, Erpel. Hauptsache, das klappt mit dem Stream. Und dann ist alles gut. So. Ja, was ist mit dem hier? Macht der Musik? Ah, der macht Musik. Hallo. Spiel doch mal was. Barde. Jungs, habt ihr gut gemacht. Zack. Komm hier. Zack, zack. Ah, okay. So, zeig mal her. Die Adrastea, die können wir auch upgraden. Und wir können sogar Leute wirklich direkt rekrutieren.
die dann mit für uns kämpfen. So, zeig mal her. Mhm. Ja, oder gibt es irgend so einen Stab? So. Der Küste von Pokis. Naja, das wird ja wo. Das wird ja dann hier wohl schon sein, oder? Ja, das ist ja hier. Stufe 9 bis 13. So, na dann geradeaus. Kommando. Vorwärts! Da bin ich mal gespannt. Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Gut, das Schiffsding ist mir noch ein bisschen vertraut von Origins. Und vor uns habe ich ja gesehen, dass das neue Yes rausgekommen. Da wollte ich mir auch den Livestream angucken, aber man hat ja nicht immer Zeit. Das neue OnePlus 6T ist draußen. Kurz mal drüber geschaut. Das ist ja schon mega krass ausgestattet. Gebiet nicht verfügbar. Was? Ah, 5%. Nein! Was? Aha. Dann muss ich nicht eigentlich da rangehen? Ins offene Gewässer! Halte das Tempo! Banditen. Das Apollon? Was soll denn das sein hier? Focus ist doch hier. Seltener Herrscher? Ich habe eine Dose gefunden, aber der Steck passt nicht zwischen Bett und Wand. Ach so, Naja. Mann, wenn man mal Energie braucht, ist keine da. Na, wir fahren noch mal ein bisschen weiter geradeaus. Was? Wimmeln? Um Gottes Willen. Volle Geschwindigkeit! Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Das ist mein Ziel. Ach, okay. Moment mal, ich muss noch kurz gucken. Ach so. Ah. Unentdeckter Ort, okay. Schiffsdock. Unentdeckter Ort. Bartanische Herrschaft, okay. Gefestigt. Unentdeckter Anführer. Aha. Eine Besatzung anheuern, Söldner, Banditen und viele andere lassen sich anheuern. Sieh dir ihre Boni an, indem du sie mit Ikaros und so weiter. Oh, endlich wieder fester Boden. Was ist das jetzt hier? Ah, hier gab es schon ein bisschen Drachmen. Glaube ich, wäre immer auf eine schnellere Waffe. Jäger und das haben wir noch und. Machen wir mal Adrenalin. Boah, bei 3%. So.
mal gespannt, wie das aussehen soll mit dem Rekrutieren. Okay, was müssen wir machen? Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag, um andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Bitte was? Anheuern, aufheben. Mein Schiff braucht Seeleute wie dich. Folge uns. Er wird sich gut in der Mannschaft machen. Aha. Okay. So, wieder entspannt Stream schauen. Einwandfrei. Einwandfrei. Aha, okay, das war... Ja. Kehre zu Barnabas zurück. Du kannst einen beliebigen Soldaten der Insel rekrutieren. Na dann. Autsch. Was? Wie kann er mich gesehen haben, der Hintere? Wie kann mich der Hintere sehen? Oder ist er noch einer? Der und da steht noch einer. Ah, da ist ein Schatz. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Wikipedia. Das weiß doch jeder. So. Ach, die machen gerade eine Pause. Dann nehme ich mir mal bitte den Platz. Oh, Jagdschuhwerk. Ich finde ja die besser, wo Lager der gestrandeten Banditen und abgeschlossen. 285. Wo, die Knie geschützt sind. Aber das geht schon in Ordnung. Nein, Mama, Laura. Ja, das ist nicht schlecht. Mama. Mama, Laura. Oh oh. Shit. Zack, weg mit dir. Ey, lass es mit dem Gift fallen. Zack. Du machst Gift, mach ich auch. Frag mich gerade, wie ich das machen soll mit dem Rekrutieren. Ach, das geht, glaube ich, nur, wenn die entspannt sind. Kriegsschwert, Stufe 8. Oh. Ja, mach mal lauter. Hm. Die Musik ist sowieso gerade leiser. Leiser. Ach, das ist der Giftmann. Ja, ja, ja. Zack! Ich heuere Seeleute an und ich zahle besser als jeder andere. Genau. Komm, du hast einen Giftpfeil. Kommst mit. Thorax. Heißt er. Die Musik ist voll schön und dann hört man nur dieses Schlitzen. Ja. So, jetzt gucken wir mal rein hier. Oh. Okay, okay. Halt, Moment, hier ist noch was drin.
wir haben Knieschutz. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt schauen wir mal auf das Schiff. Ach ja, das ist ja neu dazugekommen. Oh, was haben wir denn hier alles? Arsenal, Waffenschaden, Ausdauer von Schiff und Besatzung. Boah. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute deiner Entermannschaft an. Wenn du nicht auf der Adrastea bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Ach, das ist es wohl schon. Ah, okay. Barnabas Mannschaft. Mannschaftsthema. Ein ungehobelter Haufen Seeleute von allen möglichen griechischen Inseln. Keine Galionsfigur. Keine Galionsfigur? Wie kann man das jetzt schon ändern? Ach so. Schiffspanzerung, Speereschaden, Rammschaden, Pfeileschaden, Schiffszustand. Okay. Ja. Mhm. Spezielle Bootsleute. Pfeilschaden, Schiffszustand. Ach, können wir immer nur einen machen? Nehmen wir jetzt mal oder Schiffszustand. Wenn wir mal, dass wir mehr Schiffsschutz haben. Und den kann ich ja trotzdem nochmal drin lassen. Ach, okay. Hm. Was haben wir jetzt hier? Kennst du diese Hundespielzeughühner? Haben wir einfach eins gekauft, um rumzuquietschen. Ach so, ja, ja. Ja, das kenne ich ja. Quietsch mal ja nicht so rum. Rüstung der Besatzung. Halte LB gedrückt, um in Deckung zu gehen. Die Besatzung hat gelernt, sich besser zu schützen, um den erlittenen Schaden zu reduzieren. Standard Schadensreduktion durch Deckung. Nächste Stufe 10% Schadensreduktion durch Deckung. Ja. Ausdauer der Ruderer. Halte A gedrückt, um zu beschleunigen. Die Ausdauer der Ruderer kann verbessert werden, um öfter und länger beschleunigen zu können. Während der Beschleunigung lassen Kehren das Schiff driften. Standardausdauer der Ruderer. Standardregeneration der Ausdauer. Nächste Stufe bis 10% Ausdauer. 10% Regeneration der Ausdauer. Aha. So, was haben wir noch? Rumpf. Rumpfverbesserungen machen die Adrastea widerstandsfähiger. Standardschiffszustand, Standardschiffspanzerung. Nächste Stufe 5 Schiff, 5 Schiffspanzerung, Zustand. Zwei Bootsleute können angehört werden. Ah, okay, nicht schlecht. Oh, mein Handy hat schon 6% geladen. Siehst du, wie schnell das geht? Das ist die Schnellladefunktion der Gaming Lounge. Naja, Spezialfähigkeit aktiviert. Wurfsperre. Verbessere die Sperre, um mehr Schaden anzurichten und schneller neue Schwachstellen zu erzeugen. Oh Gott, das Reich der Schlafenden zieht mich schon. Hilfe! So, 5% Sperrschaden, 10% Schwachstellenerzeugung. Schwachstellenerzeugung, ja, okay. Rammsporn. Halte A gedrückt, um zu rammen. Ein starker Rammsporn kann bei hoher Geschwindigkeit mehr Schaden anrichten und schneller Schwachstellen offenlegen. Ach ja, das war dann diese Markierung. Standard Rammschaden, Standard Schwachstellenerzeugung. Nächste Stufe 5% Rammschaden, 5% Schwachstellenerzeugung. Dass wir die Leda wieder hier in dem Spiel mit haben, das muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen und war zugleich überraschend. Hast du eigene Chat-Emotes? Ich habe damit gar nichts am Hut. Tam tada tam. Wenn ich mal ein Kreativ nicht pennen, wenn musst du erst verabschieden. ja, mache ich vorher noch. Ich gucke ja auch gerne mal kreativ. Ich habe auch schon mal ein paar kreative Streams gestreamt. Also wirklich nur ein paar. Und ja, wirklich nur sehr, sehr grobe Kunstwerke. Und ja,
Dann widmen sich wirklich einige nur diesen Emotes. Für mich wäre das nichts. Dann müsste mich jemand sponsern oder ich müsste jemanden beauftragen, zu sagen, hey, mal doch mal das Zeug. Aber dann bin ich nicht im Bilde. Weiß gar nicht, geht es nicht... Ah nein, das kann man, glaube ich, jetzt schon nutzen, oder? Oder ab 1000 Leute? Naja, ich bin da noch weit entfernt. Ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt. Was haben wir hier? Feuerschalen, halte LT und RB gedrückt, um Brandpfeile zu verschießen. Drücke RB, um Brandsperre zu werfen. Oh, ich habe bloß ein was davon. 105 Olivenbäume. Puh. Biete der Besatzung eine ständige Feuerquelle und schalte Brandpfeile und Brandsperre frei. Oh, das wird nochmal richtig gut. Ist das schon in die erste Stufe? Ja. 4 Stufen. Ein halber Stream, ja. Vielleicht ein Emote. Ja. So, was haben wir hier noch? Speerwürfe, drücke oder halte RT, um zu werfen. Durch eine bessere Ausbildung können die Speerwerfer schneller werfen und nachladen. Eine Speersalve verfügbar. Nächste Stufe, wirf 2 Speersalven in Folge. Minus 5% Nachladezeit. Oh, das ist gut. Und Pfeilsalven, halte RT zum Zielen gedrückt, drücke LT, um zu schießen. Durch eine bessere Ausbildung können die Bogenschützen schneller schießen und nachladen. Eine Pfeilsalve verfügbar. Nächste Stufe, verschieße 2 Pfeilsalven in Folge. Minus 5 Nachlade. Okay. Ja, coole Sache. Das wird nochmal interessant mit dem Schiff. Mal sehen, wie das für mich ist. Söldner. Boah, also der wird ja hier... Ist das der überhaupt, den wir besiegt haben? Nein, das kann ja nicht sein, weil wir den seinen Platz eingenommen haben. Das heißt, es gibt noch irgendwie... Oder? Nee. Wie kann es sein, dass du nur 174 voll warst? Das ist fies. Ja, ich bin stolz auf jeden Einzelnen, ja. Aber was soll man machen? ja. Kann dann nur die Gaming Lounge leiten und das Ganze genießen und so weiter. Und wer halt reinschaut und mit dabei ist, ja, der kann der Gaming Lounge auch beitreten, ja. Ist alles beschrieben und vermerkt. Aber naja. Das ist natürlich immer frei. Ja, also das kann man sich natürlich immer überlegen, bevor man das Herz drückt. Ja. also ich hätte bestimmt schon die 200 Gaming Lounge und Loungerinnen drin gehabt, wenn ich jetzt mal den ganzen Zeitraum so betrachte. Aber naja, da ist immer irgendwie ein bisschen Schwund oder vielleicht haben das sich welche nicht richtig überlegt und Gründe wird man nie erfahren. Die werden dann nur im Rätselbuch stehen. naja. Aber das Beste an Support ist eben immer... Wow, was war denn das jetzt? Oh, nicht schlecht. Ich wollte eigentlich nur den... das Olivenholz nehmen, danke. Ja, das ist zum Beispiel Unterschied schon von Tomb Raider. Ne? Der hier nimmt das jetzt wieder auseinander wie bei Rise of the Tomb Raider und beim Shadow of the Tomb Raider, Lara hat da ein bisschen die Äste abgenommen und er hier, jetzt schauen wir uns das mal an, nimmt alles komplett, wie sie vorher gemacht hat. Zack, alles weg. Ja. Ach, schön sieht's schon aus. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen komisch. Es kann natürlich auch sein, dass welche wirklich Hunderten von Leuten mitfolgen und dann sehen, ach, die Gaming Lounge, Twitcher ist wieder live. Aber jetzt gucke ich gerade noch den an und dann gucke ich noch den an und dann ja, ist die Zeit vorbei. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, es wäre natürlich immer cool, wenn man sagt, ey, ja, ich bin jetzt dabei oder so. Ja, einfach mal kurz so einen Gruß. Das ist natürlich noch feineres Verhalten. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich da ja ein bisschen ausführlicher. Als bloß, ja, hey, cool, danke, tschüss. Also, was mache ich nicht. Und ja, wenn man da mal ein bisschen ruhen lässt und guckt wieder und dann, hoi, jetzt ist die Person wieder weg. Warum, aus welchem Grund? Also dann, ja, dann braucht man nicht eintreten. Finde ich ein bisschen seltsam, würde ich gerne mal die Gedanken erfahren, aber naja, wie gesagt, ich bin auf jeden einzelnen froh, stolz und dankbar und ja, wenn sie da mal wieder reinschauen, ist das immer eine feine Sache. Da ist er. Gut, den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Oder sie hat Mitleid und folgen deshalb, weil ich so schlecht bin. Nee. Komm, wir folgen dem mal. Wir gucken nie wieder rein, aber wir sind halt mal dabei. Boah, das wäre nicht so schön. Meinst du wie ich? Ja, also das ist natürlich ideal. Ne? Dann abends Zeit hast und mit so dabei sein und könntest unterhalten. Das macht ja auch diesen Teil von Twitch mit aus, ne? diese Chat-Funktion. Wenn man die halt nicht nutzt, ja, natürlich, fehlt natürlich ein Teil. Ne? Das macht es dann vollkommener. Ja, na ja, dann natürlich noch der Geschmack, ach, was spielt der hier, oder dann halt, ja, das ist ja schon vorbei, wie gesagt, ich richte mich da jetzt nicht so nach der Zeit, dass ich sage, oh, ich muss das schon am besten 3 Tage eher spielen, so groß ist die Gaming Lounge noch nicht, dass mir das vergönnt ist, sowas, aber ich muss es auch nicht haben, und ja, dass ich dann halt schon gut direkt bin oder so, das passt wahrscheinlich vielen dann auch nicht so, wo ich dann sage, ah, so ein Mist, wie ist denn das jetzt? Aber ich begründe das ja immer so gut es geht. Und dann so, was erzählt er zu meinem Lieblingsspiel? Das kann nicht sein. Ich hau wieder ab. Naja, sind halt viele Theorien und da kann ich mir das nur mal so denken, aber naja. Ach du Robo, du sollst das nicht. Du sollst das nicht löschen. Wieder gebannt, 21 Sekunden. Ja, Robo ist heute spartanisch unterwegs. Aber ich glaube, du hast es schon wieder groß geschrieben, ne? Kannst du mir mal im PN schreiben, was du gerade zuletzt geschrieben hattest? Bevor du gebannt wurdest? Irgendwie du bist oder was? Und dann warst du schon weg in der nächsten Zehntelsekunde. Kannst du es nochmal als PN schreiben, deinen letzten Eintrag? Ich konnte es nicht lesen. Nicht vollständig. Stand bloß, du bist... Boop. Nachricht gelöscht. Mann, es gibt Krieg. Ja, Robo ist heute irgendwie... Robo, was bist du denn heute so streng? Ha? Wie gesagt, ach ja, was ich vorhin so sagen wollte, wegen Support... Zuschauen ist top, ja. Teilen ist eine super Sache, ja. Dann im Chat aktiv sein, noch besser. Und das Höchste ist eben Teil der Gaming Lounge Community werden. Und all diese Dinge vereinen, das ist die absolute Krönung. Damit könnt ihr mich am meisten unterstützen. Und das war's schon, ja. Und nachdem gefolgt ist, dann halt die Benachrichtigung noch einschalten. Damit ihr da nichts mehr verpasst. Was ist mit dem los? Ist dem jetzt schlecht? Kommt Alexis aus dem und zerstört eine Mutterplatine. Ich muss mal gucken, was er hat. Ich denke mal, beim nächsten Mal ist nicht mehr der Fall. So. Aber ich soll doch zu ihm gehen, oder? Oder wie auch immer es heißt. Mutterplatine, ja. Also, der digitale Wächter heißt Robo. So, jetzt hier. Inventar mal kurz reingucken. Da haben wir doch hier wieder was Neues. Ah! Vor allen Dingen, das ist cool. Das Game informiert dich, wenn du was hast und hast noch nicht die Stufe. Und vor allen Dingen, wenn du dann die Stufe erreicht hast, sagt dir das Spiel,
hey, du hast jetzt was bekommen, du hast jetzt die Stufe, du kannst es jetzt nutzen. Das finde ich richtig klasse. Haben die geschrieben bei PN, alles klar, gut. Dann kann ich nochmal lesen, was du geschrieben hast, bevor du deleted wurdest. Was haben wir hier? Grobes Schwert, oh, sogar selten. 98, 5 Kriegerschaden, 4 Feuerschaden. Bin mal gespannt, ob wir die Feuer-Gift kombinieren können. Ob sein wenig kunstvollen und schartigen Schneides dieses Schwert wohl das Werk eines Anfängers. Naja, passt ja, wir fangen ja auch gerade an. Nehmen wir mit rein. So, was haben wir jetzt hier bei der Quest? Ich bin gespannt. Warte, kurzer Test. Ich schreibe kurz was groß. Ja. Nicht wundern, wenn du wieder weg bist. Eine Reise Richtung Krieg. Als Alexios sich Megaris näherte, wurde ihm von der mächtigen Athena Blockade der Weg in den Hafen versperrt. Er würde die Blockade durchbrechen müssen, um die Spartaner zu erreichen. Das heißt, wir müssen echt am Ende gegen unseren Vater kämpfen. Der Wolf von Sparta. Also wie gesagt, ich sag's jetzt schon, ich bring den auf jeden Fall um. Weil wer seine Kinder tötet, verdient nichts Besseres. Okay, dahinter, ne? Okay, machen wir los. Ja, und wie, ein Punkt könnte vielleicht auch noch sein. Was macht denn der? Ich bin schon groß. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, was er heute hat. Bereit zum Gefecht! 23 Sekunden, ja. Also schreiben die restliche Zeit klein. Weg hier, hau ab! Boah! Wir hauen einfach ab, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich möchte nach Megaris. Ja, der ist übervorsichtig. Ja, ist eben heute ein kleiner Spartaner. Ey, verdammt, wo kommt es her? Okay, jetzt muss ich mal zurückschlagen. Abflug hier! Ja, und dann kann es vielleicht noch sein, dass ich, ja, die Games halt schon genieße. Er macht mir Angst. Nein, Robo ist ein ganz lieber. Er beschützt die Gaming Lounge. Er meint es nur gut, aber heute ist er halt übereifrig. Ey, was ist hier los? Ach du Scheiße. Ich muss sagen, das Wasser sieht mega gut aus. Ich habe die Kommandos noch gar nicht drauf. Die greifen volle Kanne an. Moment, das heißt, ich habe... Ach, ich habe die Fähigkeit noch gar nicht. Darum... Ah. So, können wir jetzt mal Gas geben? Ich weiß, wer ansteuert Alexios, sein Vater. Oh, stimmt, das kann natürlich sein. Alexios Vater hat schon Wind bekommen, dass sein Sohn kommt. Und reagiert deshalb so. Ja, und wie gesagt, da genieße ich ja gern die Games, egal welche ich dann live streame und... Ja, gerade bei solchen Games, ich rush hier auch nicht durch und mache das ganz fix fertig. Das ist nicht mein Style. Und vielleicht passt das dann einigen nicht, die kurz mal reingucken und denken, oh, der nimmt sich ja Zeit, der liest es durch. Ja, sind ja nur Vermutungen, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Robo wird von ihm gesteuert, ja genau. Was, jetzt müssen wir das hier durch... Vernichte die Schiffe der Athena-Blockade, ja. Rasen jetzt mal. Oh, ich werde... Können wir eigentlich regenerieren? Moment, machen die das mit den Schilden eigentlich? Was machen die denn hier? Hier gar nicht. Hau zu! Zack! Hoho, mit einem Treffer. Ich mach dich platt. Los, Freunde, entern! Okay, man drückt
Alecto Ships fragt, neuer Ort entdeckt, okay. Und tschüss. Zack, weg mit dir. Athena. Wir sind Spartiaten, weg mit euch. Tschüss. Oh, der hat sich regeneriert. Wow. Ach, das ist das. Oh, hey, das ist doch dieselbe. Die ähnliche Waffe wie von Lara. Kopfgelder. Achtung, Kopfgelder machen Jagd auf dich. Kopfgeldjäger. Um das Kopfgeld loszuwerden, kannst du den Stifter bezahlen oder töten. Oder eine Weile unauffällig bleiben. Halt, hier ist die Truhe. Wäre natürlich töten. Verstärkter Lederhandschuh ist nicht so gut. Drachmen und Olivenholz, ja. Nichts geht über Olivenholz. Ja, okay, das gucke ich mir später an. Danke für die Info. Robo kämpft dagegen an, ja. So. Leute, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ja. So, wir gehen wieder rein. Das ist das nächste Schiff. Drauf hier! Wow! Wow, wow, wow. Was, durchsuchen? Dann kannst du diese Aktion nicht nutzen. Komm, volle Kanne! Zack! Okay, das hat gar nichts gemacht. Oh, das ist ein bisschen stärker gebaut. Oh nein, ich werde, glaube ich, sterben. Ah, auf dem Wasser bin ich nicht so gut. Entern, komm schon! Okay, also man kann rangehen, dann entern, dann machen die sich alle Mut und dann sind wir frei und dann können wir rüber. Ach du Scheiße. Kommt her, Athena. Ich finde ja die Athene ganz nett, aber... Hä, was macht denn der jetzt? Alexios, hör mal auf hier. Zack! Oh, tschüss. Minus 10 Staatsstärke, okay. Also die Klinge, obwohl die einfach ist, ist die echt nicht schlecht. Oh! Okay, auf jeden Fall viel brutaler als der vorgehende Teil. Schiffszustand wiederhergestellt, das ist richtig gut. Spartanische Armschienen, jawohl. Komm, die legen wir gleich mal an. So muss das sein. Ja. Zeig mal her. Was haben wir? Jägerschaden? Okay. Diese ehedem imposanten Armschienen wurden zweifelsohne vor langer Zeit einem unglückseligen Reisenden gestohlen. Oh, ja. Oh, okay. Schlicht, aber wirkungsvoll. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das jetzt? Achso, bloß so. Gut, dann wieder zurück. Moment, was haben wir eigentlich hier? Ach, hier ist nichts dran, okay. So, die brennen schon selber. So, wieder ans Steuerbord. Das guckst du dir später an. Ich will nicht gebannt werden. Nicht später gehe ich dann ins Reich der Schatten. Ich guck mir dann gar nichts mehr an. Los, morgen zum Sonderstream. Haben wir uns natürlich Erpel an. Erpel. Und vernichtet. Jawohl. Ah, wir haben uns fast mit vernichtet. Ist es das letzte Schiff? Nein, Moment, das ist das. Okay, Deckung. Warte mal, wo ist denn das andere? Hier drüben. Hier drüben. Das ist es. Zack! Oder so. Rauf, Jungs! Ach du Scheiße. Nein, nein, nein! Ja, das fand ich schon in Origins ein bisschen dämlich. Moment mal, können wir hier?
Warte mal. Ach Quatsch. Oh Gott. Ich wollte eigentlich hier diese Box nehmen, aber... Haben wir genug Speed? Was? Okay, wir müssen erstmal hier rüber. Warum sonst stimmt, ich bin dabei. Ja. Es geht ja ein bisschen zeitlich versetzt los, weil die in einem anderen Zentrum sind. Aber abends ist es dann, denke ich mal, fertig. Bin ich echt gespannt, wie unglaublich wieder alles wird. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn sie wieder die Marke schön angehoben haben. Ja, das war jetzt nichts. Ja, freut mich, wenn du dabei sein kannst. Du fährst in neutrale Zone. Ja, Moment, ich muss erstmal irgendwie ein bisschen drehen hier. Ich sehe gerade, ich bin normalerweise schon, bin schon tot. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich kann ja gar nichts. Ist es vorbei oder wie? Oh, jetzt muss ich das wohl nochmal machen. Oh nee. Ja, jetzt geht's, okay. Ich dachte vielleicht, dass man bei den Kisten sich wieder regenerieren kann. Ja, es ist vorbei hier. Ich kann das Schiff nicht mehr besiegen. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie soll ich das machen? Nimm mal auf hier. Hau mal geradeaus. Ja, komm, wir bringen uns einfach um. Kein Problem. Warte mal. Kurz mal drauf schießen. Ja, komm. Was fern für. Nee, da bin ich dabei. Eine Woche, ja. Hm. Genau, sei live dabei. Okay, letzter Spielstand. Okay. Hm. Aber das sah so aus, als könnte man diese Kisten. Ja. Ausräumen. Ich kann dich sehen. Mhm. Ja, haben wir jetzt Ikarus statt Senu. Es werden wieder viele kritisieren, bestimmt dann im Fazit, dass Ikarus. Ikarus heißt er. Wieder wie so eine echte Drohne ist. Statt ein Adler. Naja. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich muss mich verdeckt halten. Hm. Na super. Leg zu! Reisegeschwindigkeit? Achso, Moment mal. Ja, das wird bestimmt dann richtig cool aussehen, das Schiff mit den ganzen Upgrades. Moment mal, da können wir doch mal schon ein bisschen. Ja, wir können das sogar steuern in dem Modus. Fahren wir mal ein bisschen weiter außen rum. Weil das andere blaue Schiff ist stärker ausgestattet als unseres. Das können wir. Das können wir morgen mit anschließen. Da muss ich mich nochmal dran erinnern. Es geht ungefähr so 90 Minuten, die Live-Präsentation. Ja,
Machen wir das mal morgen im Anschluss. Das finde ich doch auch auf der Tube, oder? Ja, das passt ganz gut. Wie gesagt, solche extra Sachen. Gern, wie gesagt, beim Andermal. Aber da können wir das mit ansetzen, ja. Und ganz gut passen. Das ist wunderschön. Oh ja, mein Freund. Das ist es. Oder wir umfahren die Blockade einfach, oder? Nein, das geht gar nicht. So ein Mist. So, warte mal, hier genau. Das und die beiden, ja. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen so machen. Also ich habe auch bei Origins immer mal eine Weile gebraucht, weil das ist manchmal, also... Wie gesagt, das Schiffszeug, das ist nicht so meins. Ruhe! So, dann können wir ändern. Hey, fahr doch nicht so. Achso, okay. So, jetzt rüber. Okay. Alexius, bist du da? Da klettert er wieder zurück. So, jetzt aber ja. Denn der? Zack! Weg mit dir! Ja, die Fähigkeit mit dem Schild haben wir noch nicht, die kommt erst ein bisschen später. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Zack! Weg! Sehr cool. Hey, da steht noch einer. Der wagt sich gleich nichts mehr zu tun. Ja, ich muss die ganze Mannschaft töten. Oh, da unten sind Haie. Ach du Scheiße. Athena Beintaschen? Oh, brauchen wir nicht. Okay, was sind hier und die? Und ja, ist auf der Tube. Okay, na, dann passt das. Ja, also es soll neue Pads kommen mit Stift, dann ein bisschen ein paar. Wow, der Hai. Wow, schnell weg. Computer Sachen und so weiter und so fort. Also ich lasse mich da noch mal ein bisschen überraschen. Aber auf jeden Fall neue Pads mit neuem Stift. Das sollte soweit sicher sein. Bei den anderen Sachen, naja, mal gucken. Wir brauchen Leute! Ich brauche Schützen! Moment, hier. Wir stehen gleich unter Beschuss! Hey, was soll der Scheiß? Oh, jetzt haben wir mal den Speer geschossen. Boah! Oh shit, shit. Ah. Warte mal, können wir zurück? Boah! Kommt schon, Jungs! Jawohl! Ach du Scheiße. Können wir jetzt ändern? Ja. Oh Gott, da kommt das andere Schiff. Das ist natürlich blöd. Kann ich dich schon hier ein bisschen abschießen? Tatsache! Zack! Oh Gott, die sind viel. Was haben die für krasse Waffen? Alexius, ja. Oh! Okay, der ist im Wasser, da könnte man den. Ändern abgeschlossen. Wieder aus dem Wasser zurückgekommen. Zack, weg mit dir. Tschüss. Ach du Scheiße. Ich glaube, die sind doch ein bisschen zu stark für mich. Hey, weg mit dir. Uah. Ich muss mal kurz weg hier.
Oh, bitte keine Piranhas. Muss mich regenerieren. Jungs, haltet durch. Brauch noch ein Schiff. Okay, und der zweite Söldner, Kopfgeldjäger, ist auf den Fersen. So, die fahren ja weg, da können wir gleich hinterher. Können wir da jetzt mal volle Kanne drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Haut drauf! Zack! Hier ist die Schwachstelle. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Abgewehrt. Moment, was war das? Na, ah, das ist zu weit weg. Oh Gott, können wir uns überhaupt drehen hier? Gib Gas jetzt! Jawohl! Woo! Spaltest du dein Schiff in zwei Teile, wird dein Schiff teilweise repariert und du erhältst zusätzliche Ressourcen neben denen fürs Versenken. Sauber. So. Ja, wir müssen uns einmal wieder drehen. Endlich haben wir es geschafft. Hier wird uns niemand angreifen. So, okay. Da sind wir ja gleich da. Sehr schön. Ja, so geht das schon. Eine Reise Richtung Krieg. Sprich mit Nikolaus. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was der zu uns sagt. Genau. Spartaner. Gib mal her, das Stück Käse. Genau, oder Spartiaten. Ach, ein MacBook Air soll, glaube ich, noch ein neues kommen. Oh! Der Wolf macht keine Gefangenen! Boah! Da ist er doch, unser Papi! Boah! Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Ob der uns erkennt? Eigentlich nicht. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen. Ja, wer sonst? Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Bitte was? Deines Vaters?
Du bist mein Bruder? What? Moment mal, dann hat er sogar noch seine Frau umgebracht? Ja, der muss einfach sterben. Wir sagen mal lieber das hier. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren an Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie... ihn enttäuscht hatte? Ich würde ihn niemals... Wow, wow, wow. Deine Familie hat dich enttäuscht. Wird sofort ausradiert. Was ist das für ein Mensch? Ja, der verdient den Tod. Klare Sache. Mit Ehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du... Ja, genau. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt ein Söldner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Oh, du willst mir drohen. Plus Adoptivsohn, der muss auch krepieren. Genau, der zählt gleich dazu. Sollte man einem Spartaner, einem echten, nicht äußern? Du bist kein echter Spartaner. Rottuch. Ich kam zufällig vorbei. Ich will den Wolf treffen. Ich will meine Dienste anbieten. Ja, wir wollen den treffen. Direkte Aussage. Ich will den Wolf von Sparta treffen. Haha, komm, wir lachen alle mit. Du kannst Nikolaus nicht einfach... Was, wieso? Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaus. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein. Wie heißt der Stehentor? Unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Wofür brauchst du mich? Was kannst du mir über deinen Vater sagen? Wie ist die Lage an der Front? Genau, erzähl mal was hier über den Papa. Dein Vater, wer ist er genau? Nikolaus, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch so gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt... Nur bis dahin? Ja, weil dann Hades kommt und deine Seele klaut, nicht wahr? So, wofür brauchst du mich? Ja, mal sehen, was sagt die Lage? Und wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Schönes Haarband hast du. Das ist auch so eine kleine feine Änderung zu Origins, war dieser Hintergrund, wenn die sprechen, richtig schwarz. Und ja, hier eben nicht so. Das sind so die Details. Wofür brauchst du mich? Warum brauchst du dafür einen Söldner? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Na, das ist ja interessant. Moment mal kurz.
Moment mal. So, mal gucken, ob das stimmt. So. Ah ja, jetzt geht's weiter. Tamtaram. Ich bin bereit zu dienen, meine Hilfe an ihren Preis. Ich werde dir bei der Vertreibung der Athena helfen, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber... Besser du dienst uns als unseren Feinden. Ja, ich bin ja Söldner. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Und wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Aha. Wann streamst du morgen? Ja, es wird auch so Abendzeit sein. Ja, so ähnlich wie heute. So ein ähnlicher Dreh. Ich weiß, was ich tun muss. Wo ist der Anführer der Athener? Welche Vorräte soll ich vernichten? Welche Kasse soll ich stehlen? Was? Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Ach so, machen die das. Okay. Ach verdammt, ich wollte das andere nehmen. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaus. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Na super. Ah, jetzt wird es hier mal gezeigt. Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaus zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Startstärke weit genug, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Aha. Aha. Besetzter Wald von Tripodiskos. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringere die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst, den Staatsschatz plünderst. Ah ja. Ich wünsche mir, dass Alexis eigentlich ein Halbgott ist. Du willst, dass er ein Halbgott ist? Dann kauf den 5. DLC für nur 20 Euro. Da kommt es bestimmt drin vor. Ah, können wir das systematisch machen? Okay. Also auf jeden Fall mal komplett und auf jeden Fall auch mal probieren am Anfang, ob wir da überhaupt eine Chance haben.
Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiffe versenkt. Ja, außer Zivilisten. So kannst du dein Kopfgeld loswerden. Benutze die Aktion, alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte. Bezahle alle Stifter auf der Karte. Töte die Stifter in der Spielwelt. Tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Tja, wenn die mir im Weg sind, dann bringe ich die natürlich um. Klare Sache. So, okay. Können wir uns ein bisschen upgraden? Beim einen Fähigkeitspunkt. Ich wollte mal kurz ins Inventar gehen. So, Moment mal. So, ja. Nee, weil er irgendwie so wirkt, als wüsste er nicht, wer er eigentlich wirklich ist. Ach so, ja. Er versucht noch seinen Platz zu finden. Ich bin echt mal gespannt, wie die Begegnung wird. Das wird jetzt natürlich... Das ist auch wieder so eine witzige Situation. Ja, man hätte jetzt eigentlich direkt zu ihm hingehen können. Aber dann würde sich die Geschichte so verkürzen, dass man vielleicht schon, ja, nach ein paar Tagen schon wieder fertig war. Und... Ja, jetzt muss man die ganzen Sachen hier machen und dann zieht sich das natürlich wieder in die Länge. Aber cool wäre natürlich, wenn er dann selber aufmerksam wird und sagt dann, hey, komm mal hier zu mir. Jägerschaden, Jägerschaden, okay. Also ich muss sagen, sowas sieht natürlich cool aus mit so Einzelteilen, aber das macht natürlich schon was aus. Okay, was haben wir hier noch? Die 5? Hier, achso. Ah, ne, das passt schon. Sonst noch was? Oh ja, doch, da war noch was. Mist. Achso, Questgegenstand. Stendos Siegel. Ein prestigeträchtiges Siegel, das du von Stendo erhalten hast. Und dass dich als vertrauenswürdiger Agent der spartanischen Armee ausweist. Aha, ja, okay. Was ist denn hier jetzt? Zweite Luft. Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Halte deine Waffe sauber und scharf, erhöhe den 20%. Schildbrecher. Boah, zerbricht kleine Schilde. Ja. Giftenmischer. Verschwinden. Mit Pfeilen haben wir ja jetzt noch gar nicht so viel. Was ist denn das hier mit dem Durchrennen? Überrennen. Was ist mit dem Schild? Schildbrecher, Kriegerfähigkeit. Zerbrich kleine Schilde und richte 150% Kriegerschaden an. Yep. Na dann hier auf X. So, das ist dann... Ach, hier brauchen wir erst Stufe 15. Alles klar. Interessant, interessant zu sehen, wie das Ganze so läuft. Oha, jetzt haben wir aber viel bekommen. Der Anführer der Athener. Die Athener Kriegskasse, eine Armee für sich, verbrennen und zerfallen. Das hat aber andere Symbole. Ach, hier gibt's dann... Oha. So, was haben wir hier? Der Anführer... Ach, müssen wir die Reihenfolge so gehen, oder ist das...
glaube, das ist frei zu wählen. Der Anführer der Athener, Odyssey Quest, empfohlene Stufe 10. Oh. Über Athena in Megaris zu besiegen, hat Stento Alexios gebeten, ihren dortigen Anführer zu töten. Dies, so erklärte er, sei einfacher, wenn er vorher die Position der Athener schwächte. Aktuelles Ziel: finde und töte den Anführer der Athener in Megaris. Den Anführer zu töten ist schwierig, doch wird mit sinkender Staatsstärke leichter. Dein Ziel ist zurzeit 2 Stufen über dir. Ja. Das heißt, wir müssen hier schon ein bisschen systematisch vorgehen, damit wir das dann gut packen. Ich denke mal, das wird nochmal kommen. Also noch einige Male. Und dann ja, versuche ich das mal ein bisschen weniger zu machen. Und mal sehen. Vielleicht ist man ja irgendwann so mächtig ausgestattet, dass man das gar nicht darunter stufen muss, sondern dass man die direkt umbringt. Aber im Kampf ist es natürlich schwieriger, als wenn wir dann mit so einem Spezialpfeil das machen. Die Athener Kriegskasse, Nebenquest in vorne Stufe 8, okay. Die Moral der Athener würde leiden, wenn der Staatsschatz, aus dem die Soldaten bezahlt werden, gestohlen werden würde. Sparta käme dem Sieg in dieser Region damit einen Schritt näher. Aktuelles Ziel: finde und stiehl den Staatsschatz der Athener. Jede Region, inklusive Megaris, verfügt über einen Staatsschatz. Der Staatsschatz von Megaris befindet sich im Norden des Geranea-Gebirges. Er befindet sich in der Festung Geranea. Belohnungen. Tram, tra, tram. Ja, servus, so sehr gegrüßt dich. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Ist das Fenster dicht? So, okay, was haben wir jetzt noch? Eine Armee für sich, Nebenquest in vorne Stufe 8. Wenn Alexios den Wolf treffen wollte, musste er den Spartanern helfen, Megaris zu erobern. Und das wäre umso einfacher, je weniger Athena-Soldaten es dort gäbe. Aktuelles Ziel: töte Athena-Soldaten Megaris 0 von 20. Oha. Das Töten von Hauptmännern und Polemarchen. Moment mal, die haben noch so einen Rahmen drumherum. Okay, die sind noch stärker. Senkt die Staatsstärke schneller. Alles klar. Ja. Und das letzte hier. Verbrennen und zerfallen. Nebenquest empfohlene Stufe 8. Alexios wusste, dass eine Armee ohne Vorräte schnell einbrechen würde. Seine Chancen, den Wolf zu treffen, würden dadurch deutlich erhöht werden. Ja. Kann sich nicht beklagen. Supi. Ja, mir geht's auch gut, ja. Das Traumreich, das ruft schon, weißt du? Es ruft. Wo gibt's einen Sonderstream? Zum Erbo. Zum Erbo-Spaß. Ja, schau da gerne rein, wie ich das live kommentiere, den Spaß. Schauen wir mal, was so Neues gibt, neben Pots und dem R. Dünner als Papier, ja. Das Fenster im Bad, ja, aber die restlichen nicht. Oh. Macht bloß die rechtlichen Fenster. Ich will nicht, dass so sehr krank wird. Ja, dann. Ja, was können wir jetzt hier starten? Den Schatz finden? Geh mal auf die Athena. Ich bin mal gespannt, wie die anderen so sind. Ausrüstung. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich. Boah, ich liebe das so sehr. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Schaden und Gesundheit verbessern, jawohl. Moment mal, ist der nicht hier oben? Telephus, der Anführer der Einsam, okay. Helme sind was für Feiglinge. Kampf was sehen und beweglich sein. Kopf ist jetzt schon schwer genug. Mehrere Quests angenommen. Ich hab da jetzt bloß. Ah nein, okay. Frontlinien des Krieges. Uah. Krieg ist ganz schlecht. Warte mal, niederschlagen? Und eliminieren, aha. Auch nicht schlecht. Sind bei dir alle Tassen im Schrank? Nein. Heute mit Sicherheit nicht. Robo ist auch ganz außer. Also Vorsicht beim Großschreiben, ja. Robo ist heute spartanisch gelaunt. Der macht kurz Prozess im Chat.
Leute, wie gesagt, es freut mich immer sehr, wenn ihr reinschaut, aber macht euch doch gern mal einen längeren Eindruck für die Gaming Lounge, ja. Dann für den kürzesten Ersteindruck empfehle ich euch, mindestens 5 Minuten zu bleiben, ja. Am besten natürlich eine Gaming-Session. Und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, dann gerne in die Vorschlagsbox. Vielleicht gibt es das dann hier mal auch. Aber Moment, hier ist ein Schmied. Oh oh. Wow! Ach du, hab ich gar nicht gemerkt. Oh, du mieses Stück. Wow! Ich habe den nicht gesehen, weil der orange war hier mit dem Boden. War auch nicht schlecht. Ich dachte schon, was macht denn jetzt? Wieso stellt er sich jetzt so hin? Aber wir haben eine ganz coole Fähigkeit, wo wir uns so eine Art wie teleportieren können. Und wir können einen Kettenangriff dranhängen. Das ist natürlich mega cool. Warum? Übertreib's nicht. Durfte ich heute dreimal spüren? Ja, das ist aber die volle Dröhnung abgekriegt. Ach, der Roboter mag mich. Ja, der Robo ist auch ein guter, ja, aber heute ist er echt kampflustig. So. Ich kann ihn nicht angreifen, sonst bin ich tot. So, hier oben zeigt's an, da muss ich hier rüber. Achso, ich hab da ein Pferd. Ja, wir rufen doch mal das Pferd. Komm. Put, put, put. Das hier wieder Zeus. Zeus, du bist schon lange weg vom Fenster. Ich habe dich schon vor vielen Jahren umgebracht. Mit den Chaos-Klingen. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte er Probleme. Ich weide jeden Athener aus, der dafür mitverantwortlich ist. Elende Feiglinge. Und wenn sie tot sind, weiß Stentor, dass ich dem Kampf an seiner Seite würdig bin. Schreib mal den ganzen Satz. So, was ist los mit dir? Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldner? Hast du etwas damit zu tun? Red nicht so mit mir, sonst bringe ich dich um. Sei froh, dass nicht. Ich komme, um zu helfen. Ja, ich mach das Erste. Hätte ich das, dann wärst du bereits tot. Heute ist ein Glückstag. Ich bin hier, um zu helfen. Stentor schickt mich. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Ach, scheiße. Hallo, liebe Gaming Lounge Freunde, es wird sich wieder wild in Griechenland. Also halt. Ich konnte es nicht zu Ende lesen, so sehr. Ich wollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Ich hab's gesagt, er ist aggressiv. Das hat er noch nie gemacht, ich weiß nicht, was halt los ist. Ich hoffe, beim nächsten Stream ist es nicht mehr so. Deine anderen Nachrichten sind auch gelöscht. Du Scheiße. Ich hoffe mal beim nächsten Mal so wieder entspannter. Ich glaube, da muss ich mal ein paar Schrauben lockern. Du kannst mir den Satz, den du gerade mal geschrieben hast, den ich nicht zu Ende lesen konnte, mal gerne als PN schreiben, Sosiak. Ich habe gerade angefangen zu lesen und zack, warst du schon weg. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Sag mal, ist der so groß, der Typ? Oder? Moment mal. Sag mal, wieso sind wir so klein? Ach du, das ist nicht normal. Guckt euch den an, wie groß der ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das ist typisch KI, sie entwickeln sich weiter. Ja, so ist es. Drachmen Eisbrocken, gebrauchtes Messer. Ach du Scheiße. Aha, was haben wir hier?
Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Ja, weit können sie nicht sein, okay. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Ja, die KI, sie wird immer schlimmer, ja. Robo wird man die Welt übernehmen. Was hast du gesagt? Na, ich hab nichts gesagt. So. Du hast ein gutes Herz und dabei soll es auch bleiben. Auch wenn du heute streng bist. Moment, halt, was war das hier? Ah! Ach, das war Eisenbrocken. Jetzt soll ich nochmal zu dem zurückgehen? Und waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich habe herausgefunden. Nichts davon ergibt einen Sinn. Inwiefern? Es gibt keine Leichen. Zumindest keiner der Angreifer. Athener hätten die Karren und ihre Toten mitgenommen. Banditen hätten die Leichen ihrer Freunde zurückgelassen. Wer war es dann? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Okay. Da sind sie. Da sind sie, okay. Hof von Tripodiskos. Alle auf Robo, wenn er durchdreht. Ja, wenn er durchdreht, müssen wir mal zur Besinnung bringen. Ja, der ist eben heute hier wird irgendwie durch und durch ein Spartaner. Sparta Rob. Robo. Robo Spartiard oder so. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Mensch, Alexios, wir können das noch nicht riechen. Das gibt's erst in der nächsten Konsolengeneration. Düfte. Sie wollten schon immer wissen, wie es riecht, wenn sie dieses Spiel spielen. Und kaufen sie jetzt diese Konsole. Und sie können es riechen. Oh, das sieht echt schön aus. Oh. Wo bist du? Kann ich ihn treten? Komm, ich kann ihn noch. Weg mit dir. Weiches Leder, okay, cool. Ich alleine reicht schon, bin schwer genug. Der Robo kommt dann in die Cyberspace Tree, ja. Robo spielt dann auf jeden Fall mit in Cyberpunk. Als Cyber Robo. Oh oh. Vorsicht. Ganz ruhig. Ja, wo muss ich jetzt hier rein? Wo ist denn das mit dem Essen? Da ist ein Schatz. Das sieht ganz gut aus. Ruhig. Also es ist schon eine ganz gute Weitsicht, muss ich sagen. Sieht schon ganz nett aus. Nee, und die Müllpresse. Wie heißt dein PN? Achso, ja, okay. Cyber Psychiatry. Cyberdime. Guck mal, ich hab da hier diese.
Ich sollte möglichst ungesehen. Ja, ja, ich weiß. Impuls? Ah, ja, ja. Können wir den jetzt hier? So, warte mal. Oh, oh. Ich wollte die Fähigkeit benutzen. Hier. Zack! Ist das nicht cool? So, und jetzt hier zu dem noch. Also ich muss erst warten, bis sie wieder... Ist da noch einer hier? No. Wie hat denn der... Also mal, können die durch Gegenstände gucken oder was ist hier los? Genau, rennt mal schön dahin. Da bloß der Zivilist hat mich verpfiffen. Ein kleines Stück trinken. Arma kommt zurück. Ach du. Na, was ist denn da irgendwie los? Wie macht denn das Symbol? So hier, ne? Was? Ja, so, ne? Genau. So macht man das nicht. Ah. Ich mich Robus denn da auf den Schuss. Ja, Robus ist halt echt hart drauf. Fähigkeit ist immer noch nicht aufgeladen, okay. Moment, da gehen wir mal andersrum. Oh shit, shit, shit. Jetzt habe ich wieder alles da. Ach stimmt, ich hatte keine Adrenalin. Zack! Boah, ich liebe diesen Move. Boah! Oh! Das hat richtig reingehauen. So, das ist eine Verschwörung. Von Quiddy und seinen Roboter, ja. Ich mich dir zu. Nein! Wir machen keine Verschwörung. Robo ist halt eben spartanisch drauf. Das müsst ihr schon mal tolerieren. Beim nächsten Mal so bestimmt wieder normal. Robo, wenn du das liest, reg dich ab. Genau. Ist schon gut, mein Kleiner. Nächste Runde bist du wieder fit. Ach ja, ich wollte den Schatz noch mitnehmen. Kopfgeldjäger in der Nähe, wo ist der denn? Wo ist der Typ? Da unten ist er. Was, Lycaret? Lass mich mal gucken, was hat der? Zeig mal her, was, Lycaretos? Lycaretos, der Schleicher, oh. Okay, also so ein hinterhältiger Kämpfer. Freundin im Druck, ja. Um digitalen Druck abzulassen. Der ist schon hier unten.
Ich hole mir jetzt erst einmal den Schatz. Das Rätsel müssen wir noch irgendwie lösen. Nein, ich will nicht stehlen. Nein. Ach, Leute, das ist doch ein Mist. Nein, werde ich nicht machen. Glaube ich, mal sehen. Er hat noch einen Hund dabei? Was für ein Typ? Und Kettenangriff! Jawohl! Gleich den Hund mit ausgeschaltet. Wow! Okay, das ist neu. Ach du Scheiße. Boah! Okay, der wirft. Ach du Scheiße. Komm her! Zack, weggekickt. Okay. Der ist noch zu heftig. Jesus. Oh. Weg. Verdammter Scheiß. Okay, der ist gegen immun. Ah. Oh, wir haben einen neuen Bogen gefunden. Das ist ja interessant, dass es die Bogen dort gibt. Nein, was machst du denn? Oh, das war knapp. Oh, ich bin bald tot. Na, ob wir dem entkommen können? Ich hab den noch am Kopf getroffen. Okay, der schleicht hier rum. Das ist ja auch den sein Name. Schleicher. Okay. Jawohl! Schild geklaut! Armormäßig. Zack! Ja, genau, dankeschön. Stirb jetzt endlich. Jawohl! Game over für dich. Ah, das tut echt gut. Besiegt. Okay, das ist interessant. Also den ersten, den man vernichtet, den Talos, dann nimmt man den Platz ein. Und erst hier kommt dann besiegt. Aber was sind das denn für einer eigentlich? Ein Cyber-Obsider. Vielleicht muss er einfach mal ein bisschen Druck ablassen. Immer auf Tier hören, Robo. Du Blechbüchse. Naja. So, was bekommen wir denn? Theodos der Rohe. Enthüllst du den, deren Identität? Hör. Okay, ist schon kurz nach 11. Ich mache jetzt gleich Schluss. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier. Moment mal, hier ist. Ah, was ist denn hier? Ach du Scheiße.
Ach so, wir entdecken dann, wir bekommen dann den Herrn sozusagen. Okay, der sieht zwar klein und dürr aus, aber der ist bestimmt mega fies mit dem Schild. Dann mit diesem Gifthaken. Ich denke mal schon, dass es Gift ist. Puh, okay. Der ist einen ganzen Rang höher. Ah, nicht zu unterschätzen. Zwölf, fantastisch. Eins, drei, zwei. Das ist super. Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier den neuen Bogen. Jetzt zeig nochmal her hier. Oh ja. Das ist derselbe, nur höher. Okay. Was haben wir hier? Oh, jetzt wird's unheimlich. Auch selten, aber 5 Attentat und den halben Schaden zu ignorieren. Ja, das fand ich ganz cool. Und Dolchschaden. Die Perser verschleiern gerne ihre wahren Absichten gegenüber jenen, denen sie nicht trauen. Nehmen wir mal ran. Ja, sieht schon sehr dämonisch aus. Coole Sache. Was haben wir hier noch? Ja, mit Knieschutz. Sie wurden nach einem Sieger benannt. Doch nach welchem? Punkt 8 meinst du? Hey, 3 Ränge, ja. Genau. Ja. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. So. Was müssen wir jetzt hier machen? Na komm, die eine noch, dann ist zick. Ach so, ja. Gott, wo ist denn das jetzt wieder? Da unten reingehen oder wie? Finde den gestohlenen Proviant und die Schuldigen, ja. Bahnfergen. Ist das ein privates Treffen oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte, bitte geh einfach. Also, ich bin der Spur der getöteten Spartiaten und der gestohlenen Waren gefolgt. Bis zu euch. Und den Vorräten. Gut versteckt in einer Hülle. Wir nahmen nur das Essen. Wir haben keinem etwas getan. Genug geredet, erklärt euch. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte.
Bitte, ich sag dir alles, was du wissen willst. Genug. Wer seid ihr? Warum riskiert ihr den Zorn Spartas? Erklärt euch! Spartiaten sollte man nicht verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles! Unsere Kinder verhungern! Ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein! Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan! Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Was, ein Söldner sagte das? Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, habt Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Moment mal. Er hat doch gesagt, dass der einen Söldner schon angeheuert hat. Der ist es also? Verräter! Genug! Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Ihr werdet sterben. Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit. Genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldner. Hab Dank. Beeilung, nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Schnell. Warum habt ihr keine Rucksäcke? Ach, verdammt doch mal. Keine Rucksäcke. Okay, was haben wir hier für uns? Obsidian. Kostbare Edelsteine, Eisenbohr. Ah, da hinten noch. Ah. Hast du schon wieder ein Kopfgeldjäger? Was? Schon der nächste hier. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Ah. Melde dich bei Dolios. Megara. Der Helm sieht richtig scheiße aus, Mann. Aber das Gesicht sieht mega cool aus. Mega unheimlich. Ah, mal alles ausprobieren. Das hätte der doch selber machen können hier. Was ist das für ein Spartaner? Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte bei einem Haufen Hungernder aus Megara gefunden. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig, das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit.
Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, habe ich einen Auftrag für dich. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine ordentliche Belohnung. Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Zu deinem Glück bin ich nicht irgendein Mann. Athena Helm. Programmkontrolle 2100. So, dann zeig mal kurz her, wie das aussieht. Das sieht sehr witzig aus. Aber das ist echt stärker. Komm, lassen wir das mal drin. Merk dafür Kanos. Gut. Gamer Freunde und Ladies, das war's für die heutige Abendsession. Übrigens habe ich die ganze Zeit gar nicht selber gespielt. Ich bin nämlich schon im Traumland gewesen seit 2 Stunden. Okay, es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wir haben schon wieder richtig viel gesehen und erlebt. Da oben kommen schon die neuen Symbole. Und die Kamera fährt schön ran zu unserem feinen Adler Karos. Kann man da mal drehen, ohne dass er wegfliegt. Wir sehen aus wie ein Feuerwehrmann. Naja, spartiatischer Feuerwehrmann. Ja, morgen, wie gesagt, gibt es erstmal eine Sonderstream, dann hängen wir nochmal etwas Lustiges hin dran. Und ja, dann beim nächsten Mal darauf geht es dann wieder weiter mit Assassin's Creed Odyssey und der Kopfgeldjäger ist in der Nähe. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wer ist denn das? Hä? Also irgendwie ist das hier noch ein bisschen... Kopfgeld bezahlen, Mord, Versenken eines Schiffes, ja, ist ja klar, dass sie dich dafür anklagen. Aha, das ist ja noch so ein Telefus, der Anführer der Einsamen. Oha. Mhm. Na, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, das mache ich. Ich guck mal vorher noch mit, dass es wieder alles passt und ja, dass er beim nächsten Mal nicht ganz so streng ist. Aber naja, das wird dann schon wieder. Und stehe ich hier nicht in der Sonne? Moment mal, habe ich gar keine... Was ist mit meinen Füßen? Die Athener, wie klein die sind. Und die Spartaner sind ja riesig. Kann ich mitmachen hier? Hau ab jetzt hier. Und das jetzt hier. Hat der gerade sein Schwert geworfen und es kam zurück zu dem? Okay, hier wird noch eine Menge passieren. Gut, jetzt aber wirklich Schluss. Gamer Freunde und Ladies, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Dabeisein und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wie informiert. Macht's gut, kommt gut durch die Nacht. Und ciao!